So, hallo, guten Morgen zu so unchristlicher Stunde, sogar noch vor 10 Uhr. Finde ich auch nicht so gut, aber was soll man machen? Wir waren beim letzten Mal stehen geblieben. Wir haben lokale Suche betrachtet auf Nachbarschaften. Wir haben dann Simulated Annealing betrachtet auf Nachbarschaften wieder. Eine Variation von lokaler Suche, bei der wir nicht in einem lokalen Optimum unbedingt hängen bleiben, also nicht einfach schnurstracks den Weg runtergehen bis zum nächsten lokalen Optimum, sondern wo wir mit einer, dank einer gewissen Energie, dank einer gewissen Temperatur, so haben wir es genannt in Analogie an den physikalischen Hintergrund, dank dessen haben wir es immer schafft, kann man es schaffen, lokale Optima lange zu vermeiden, bis dann am Ende, wenn die Temperatur weit runter ist und wird die lokale Suche mehr oder weniger gleich der, also wird die Simulated Annealing mehr oder weniger gleich der lokalen Suche, weil kaum noch eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass man einen verschlechterten Sprung akzeptiert. Wir haben beim letzten Mal angefangen mit einer ganzen Klasse von Algorithmen, die eine besondere Struktur benötigen, die nämlich, wir haben eine grundlegende endliche Menge von Elementen. Muss vielleicht nicht unbedingt endlich sein, aber in den Fällen, die wir so betrachten, die sinnvollerweise betrachtet werden, sind sie endlich. Und die zulässigen Lösungen sind bestimmte Teilmengen dieser Grundmenge. Wir haben auch ein paar Beispiele dazu gesehen. TSP, die jeder mögliche Weg von einem Knoten zu einem anderen ist ein Element dieser Grundmenge, ist ein solches Feature. Und die Rundtouren sind halt bestimmte Teilmengen dieser Feature-Menge, nämlich die, die gerade eine Rundtour bilden. Matching haben wir auch gesehen als ein Beispiel. Die Grundmenge ist die Kantenmenge des gegebenen Graphen und die Matchings sind halt bestimmte Teilmengen, nämlich die, wo keine zwei Kanten einen Endknoten gemeinsam haben. Haben wir auch alle schon betrachtet, soweit. MaxCut hatten wir das betrachtet, hatten wir auch betrachtet, richtig. Coloring, das ist eine grundsätzliche Problemstellung, eine fundamentale Problemstellung, die in verschiedenen Situationen immer wieder auftritt. Sie haben wieder einen Graph gegeben, ungerichtet, ja? Und was wir wollen, ist, jedem einzelnen Knoten eine Farbe zu geben, sodass keine zwei Knoten, die mit einer Kante verbunden sind, dieselbe Farbe haben. Das kam ursprünglich, diese Problemstellung kam ursprünglich aus der Betrachtung des Vier-Farben-Problems, was Ihnen sicherlich schon mal über den Weg gelaufen ist. Die Frage, kann man jede Landkarte auf der Erde, also egal wie die Länder sich organisiert sind, wie die Landesgrenzen verlaufen, kann man jede Landkarte mit vier Farben färben? Weil das kommt natürlich daher, wenn Sie eine solche Landkarte haben, mit so ein paar Ländern, also ich versuche jetzt gar nicht erst irgendwelche echten Länder hier einzumalen, dann können Sie natürlich übergehen zu einem ungerichteten Graphen, wo jedes Land ein Knoten ist und eine gemeinsame Landesgrenze bedeutet, es ist eine Kante. Ja, dann haben Sie dieses geometrische Problem reduziert auf ein natürlich viel einfacher handhabbares graphentheoretisches Problem. Jetzt habe ich da noch einen vergessen. So. Nämlich, Sie haben es reduziert auf die Frage, kann man jeden planaren Graphen in diesem Sinne vier färben? Und es hat bis 1976 gedauert, bis man tatsächlich nach weit über 100 Jahren der Versuche beweisen konnte, dass ja, es stimmt, man kann jeden planaren Graphen mit vier Farben färben. War lange Zeit umstritten, dieser Beweis, weil er nicht so, wie Sie mathematische Beweise kennen aus den Mathematikveranstaltungen, weil er so mit Papier und Bleistift aufgeschrieben ist, sondern es ist viel mit Papier und Bleistift dabei gearbeitet worden. Aber am Ende kam heraus, es ist jeder planare Graph vier färbbar, genau dann, wenn eine gewisse riesengroße Anzahl von bestimmten planaren Graphen, wenn jeder davon vier färbbar ist. Und das hat man mit einem Computerprogramm bewiesen, der einfach alle diese vielen, vielen Graphen durchgenudelt hat und für jeden eine Vierfärbung gefunden hat.
War etwas Neues, Gewöhnungsbedürftiges, wurde lange Zeit von vielen Mathematikern oder von den meisten Mathematikern zuerst auch nicht anerkannt als ein echter Beweis. Inzwischen hat man sich aber daran gewöhnt, dass man mathematische Resultate, dass man zum Beweis von mathematischen Resultaten auch in diesem Sinne Computer einsetzt, weil man feststellt, an bestimmten Stellen wäre das ein so riesiger, massiver Aufwand, das alles per Hand, per Augenschein zu beweisen, das kann man nicht leisten. Hintergrund, warum interessiert man sich für Coloring-Probleme? So ein Beispiel, was ich in algorithmische Modellierung bringe, was ein bisschen komplizierter ist, ist Frequenzzuweisung von Mobilfunkstationen. Ja, Sie haben ja allein hier in der Gegend haben Sie sicherlich eine ganze Menge Mobilfunkstationen, die in der Reichweite Ihres Handys sind. Also auch Ihren Vertragsprovider dann haben. Und bei der Frequenzzuweisung für Gespräche muss dafür zwischen dem, also für die Kommunikation zwischen der Mobilfunkmasten und Ihrem Handy, muss natürlich dafür gesorgt werden, dass die einzelnen Frequenzen sich nicht überlappen. Das heißt also, wenn zwei Mobilfunkmasten im selben also sich gegenseitig in ihrem Empfangsbereich sind, dann dürfen sie nicht dieselbe Frequenz benutzen. Das ist etwa ein beispielhafter Hintergrund dafür, wo solche Färbungsprobleme auftreten in Kontexten, wo man gar nicht erst an das Wort Färbung gedacht hätte. Aber Frequenzzuweisung, was heißt Färbung? Das heißt, jedem einzelnen Knoten wird eine Zahl letztendlich zugeordnet. Ob die Semantik jetzt rot, gelb, grün ist oder ob die Semantik verschiedene Frequenzen sind, ist eigentlich letztendlich egal. Es hat sich eingebürgert, von Färbung zu sprechen, weil das der ursprüngliche Hintergrund ist. So, was sind die Features? Zunächst mal kann man sich natürlich klar machen, dass man maximal so viele Farben braucht, wie es Knoten gibt. Klar, wenn man jedem Knoten eine andere Farbe gibt, hat man das Problem trivialerweise gelöst. Aber das ist natürlich meistens keine optimale Lösung. Nur im vollständigen Graphen wäre das die optimale Lösung, sonst nicht. Das heißt also, die Features sind die Anzahlen 1 bis Knotenzahl. Oder vielleicht kann man sogar noch eine bessere Schranke im Einzelfall angeben. Und daraus ist die Feature-Menge, steht das jetzt hier, die Features, die wir wählen, sind für jeden Knoten eine Farbe zuzuweisen. So, wenn wir jetzt versuchen, ein Problem in dieser Art und Weise zu formulieren, hängt es natürlich von der Problemformulierung ab, wie die Features aussehen. Hier sehen Sie ein einfaches Beispiel. Je nachdem, wie man das TSP formuliert, kommt was anderes als Features raus. So wie wir es eben betrachtet haben, ist der erste Spiegelstrich. Die Features sind die möglichen Kanten. Oder in Anlehnung an das, was wir eben beim Coloring gesehen haben, dass wir das Problem so formulieren: Wir wollen jedem einzelnen Knoten eine Position zuweisen in der Rundtour, also eine Permutation der einzelnen Knoten. Und dann sind die Features natürlich was anderes. Typischerweise, das ist beim TSP so, das ist beim Matching so, hat jedes Feature einen Kostenwert und wir summieren die Kostenwerte auf. Ja, wenn Sie an TSP denken, die ausgewählten Kanten, deren Längen summieren wir auf. Sind alle Nachbarschaften featurebasiert? Sicherlich nicht. Sind alle algorithmischen Problemstellung featurebasiert? Sicherlich nicht. Wenn die Anzahl der zulässigen Lösungen unendlich groß ist, kann man sie natürlich nicht mit endlich vielen Features alle ausdrücken. Das geht nicht. So, was ist jetzt die Idee? Die Grundidee ist, dass wir die Nachbarschaft, wenn wir so eine featurebasierte Definition haben, ja, also denken Sie sich die gemeinsame Obersituation von TSP, Matching und was Sie sonst so gesehen haben. Also nochmal ein Schritt abstrakter als nur die Problemstellung. Sie haben eine Grundmenge und die zulässigen Lösungen sind gewisse Teilmengen, nicht alle, sondern gewisse Teilmengen dieser Grundmenge. Was wäre dann eine sinnvolle Nachbarschaft? Naja, so wie wir es auch in diesen Beispielen betrachtet hatten, als wir Nachbarschaften eingeführt haben, dass wir Features
reinnehmen und dass wir Features rausnehmen aus der Lösung. Oder dass wir, vielleicht kann man es auch als einen Schritt ansehen, das kann man natürlich variieren, als einen Schritt ansehen, einerseits aus der Lösung raus und ein Element rauszunehmen, ein Feature rauszunehmen und ein anderes dafür hineinzunehmen. So, und die Idee ist, wenn wir schon diese Feature-Struktur haben, dass wir die Suche steuern durch zwei Steuerungselemente. Das eine Steuerungselement ist, dass wir Features, von denen wir den Eindruck haben, dass sie eher hinderlich sind auf der Suche nach einer Optimallösung, dass wir die bestrafen. Und auf der anderen Seite, dass wir Features, von denen die in der Lösung drin sind, von denen wir den Eindruck haben, dass sie eigentlich wahrscheinlich ganz gut geeignet sind für die Suche, dass wir die unbedingt drin behalten sollen, dass wir verbieten, also nicht nur bestrafen, nicht nur weich bestrafen, sondern hart verbieten, dass sich an diesem Feature was ändert. Also dass es, wenn es in der aktuellen Lösung ist, dass es nicht raus darf im nächsten Schritt oder wenn es nicht in der Lösung ist, dass es nicht rein darf. So, wir werden uns zwei Sachen anschauen. Guided Local Search, also geführte, Sie wissen, was ein Guide ist, also irgendwie geführte, mehr oder weniger intelligent geführte lokale Suche und etwas, was Sie vielleicht auch schon in anderen Kontexten gesehen haben, die sogenannte Tabusuche. Gilt dasselbe wie bei Simulated Annealing, ist sehr populär und das hat sicherlich etwas damit zu tun, dass es einen Namen hat, der appealing ist, der cool ist. Man sollte solche Dinge nicht unterschätzen. So, wo sind wir jetzt? Was haben wir jetzt alles? Was brauchen wir jetzt alles? Wir betrachten wieder eine Instanz, eine Eingabe. Ja? Beim TSP betrachten wir beispielsweise, wenn es das euklidische TSP ist, betrachten wir eine endliche Menge von Punkten in der Ebene. Das ist die Eingabe. Oder beim Matching ist es ein ungerichteter Graph, in dem wir dann das Matching suchen. So, wir haben jetzt die Menge aller Features. Das wäre bei der Rundtour, beim TSP eben die Menge aller möglichen Direktverbindungen. Und für jedes Feature definieren wir die Kosten. So, wir haben gesagt, eine zulässige Lösung ist eine gewisse Teilmenge der Feature-Menge und die Kosten dieser Teilmenge ist einfach aufsummiert. Sie erinnern sich, wir hatten das schon mal hier betrachtet. Aus der Mathematik kennen Sie Summation i gleich 1 bis n oder so etwas. Das haben wir hier gesehen, dass das sehr leicht verallgemeinerbar ist. Gemeint ist, wir summieren den Wert c von x auf und gehen bei der Summation über alle x, die in dieser Menge drin ist. Also das, was auf dieser Folie steht, ist nur nochmal in Notation, in mathematischer Notation, die wir weiterverwenden werden, das, was ich eben schon gesagt habe, die Kosten einer zulässigen Lösung ist die Summe der Feature-Kosten. Die Summe der Kosten aller Features, die in dieser zulässigen Lösung drin sind. Nur nochmal mathematisch aufgeschrieben. So. Guided Local Search ist eine ganz einfache Geschichte. Sie erinnern sich, was ist das Problem bei Local Search? Das Problem bei Local Search ist, wir gehen runter, 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 runter und irgendwann sind wir am lokalen Optimum und dann ist Schluss. Und dieses lokale Optimum kann beliebig schlecht sein, kann beliebig weit vom Kostenwert her entfernt sein von der globalen optimalen Lösung, die uns eigentlich interessieren würde. So, was ist jetzt der Unterschied bei lokaler Suche? Das ist keine große Sache. Nämlich, wenn wir an einem lokalen Optimum ankommen, also wenn die lokale Suche jetzt beendet wäre, dann geht es hier bei Guided Local Search weiter. Dann guckt sich Guided Local Search an die Features, die in der aktuellen Lösung, also in diesem lokalen Optimum drin sind, diese Teilmenge die von Features, die diese zulässige Lösung konstituieren. Und ich versuche es mal vielleicht an der Tafel zu zeichnen, worauf das hinausläuft. Das ist vielleicht besser, als wenn ich jetzt die Folie durchgehe. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir in diesem lokalen Optimum gelandet sind und mit lokaler Suche nicht mehr weiterkommen können. Was wir jetzt wollen mit Guided Local Search, was die Idee ist, ist die Landschaft zu verändern.
diese Szenerie, diese Alpenlandschaft hier, und zwar so zu verändern, dass die Kostenwerte, also die Tiefe sind ja immer die Kostenwerte in meinen Zeichnungen, wenn ich das versuche mit solcher Art von Zeichnung zu illustrieren, dass die Kostenwerte sich so irgendwie verändern, dass die Stelle, an der wir jetzt gerade sind, kein lokales Optimum mehr ist. Ja, also einzelne Kostenwerte von Features so zu manipulieren, denen einfach mal andere Werte zu geben, und dadurch die Suche zu steuern und dadurch zu ermöglichen, aus einem lokalen Optimum rauszukommen. Das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, sollte eigentlich so etwas wie ein Aha-Erlebnis sein, was sich vielleicht später in anderen Situationen, die gar nicht mal unbedingt was mit dieser Art von Optimierung zu tun haben müssen, vielleicht auszahlt. Ja, Sie sind nicht, wenn Sie die Optimallösung hier suchen, sind Sie nicht sklavisch an die vorgegebenen Feature-Kosten gebunden. Sie können vielleicht die Suche anders steuern, indem Sie dieses sklavische Gebundensein aufheben und anfangen, damit rumzuspielen. Ich will Ihnen ein Beispiel aus der Praxis nennen, ist inzwischen verjährt. Als der Fahr das Fahrplanauskunftssystem der Deutschen Bahn wurde in seiner ersten Version in den 80er Jahren gebaut. Das war damals übrigens eine Diplomarbeit von einem Informatikstudenten in Hannover, aus dem dann die Firma Hakon auch entstanden ist, die das vertreibt. Die Grundidee war, um den Start und den Ziel Punkt in Deutschland eine Ellipse zu legen und nur das, was innerhalb dieser Ellipse ist, zu betrachten. Alles, was außerhalb dieser Ellipse ist, nicht zu betrachten. Ja, können Sie sich das vorstellen? Ja, also wenn Sie sich typische Fahrplanverbindungen, sinnvolle Fahrplanverbindungen anschauen, dann gehen die auch geografisch so, natürlich auch ein bisschen zickzack, vielleicht auch mal in die verkehrte Richtung, so, aber so ungefähr gehen sie geografisch in die richtige Richtung. So dass diese Idee also durchaus plausibel ist. Und da hat man festgestellt, es gibt aber immer wieder Situationen, wo das nicht so gut klappt. Und der Trick, den sie dann gemacht haben, um diese Situation besser hinzukriegen, war, dass sie die geografischen Koordinaten von Bahnhöfen ein bisschen verschoben haben. So lange, bis es geklappt hat. So dass also damals, also heutzutage nicht mehr, aber damals, deshalb sage ich, es ist verjährt. Es ist keine Straftat. Insofern ist Verjährung eigentlich das falsche Wort, aber Sie wissen, was ich meine, sodass man sich also nicht sklavisch an die natürlichen vorgegebenen Koordinaten gehalten hat, sondern mit rumgespielt hat und zu einem besseren Algorithmus gekommen ist, weil die Koordinaten, die echten Koordinaten, spielen ja letztendlich keine Rolle. Sie sind ja nur ein Hilfsmittel, um schnell zu guten Auskünften zu bekommen. Und vielleicht sind sie, so wie sie in real sind, gar nicht das beste Hilfsmittel. Vielleicht kann man sie zu einem besseren Hilfsmittel machen, indem man ein bisschen dran dreht. So, hierhin zurück. Wie kriegen wir das hin? Also das, was auf dieser Folie steht, ist im Grunde das, was ich hier versucht habe zu visualisieren. Was bedeutet das jetzt konkret? Also penalized, bestrafen. Wir manipulieren die Feature-Kosten, indem wir noch einen Strafterm oben draufsetzen und auf diese Art und Weise die Landschaft ein bisschen umgestalten. Wir überlegen uns für jeden einzelnen Feature, wie sinnvoll ist es, also was ist der Benefit dieser Strafe, wie wahrscheinlich ist es, dass uns diese Strafe, die wir da drauflegen, in die richtige Richtung führt. Und das ist natürlich etwas, was hochgradig heuristisch ist, ja, was man auch von Problemstellung zu Problemstellung wieder sich neu überlegen muss, wo man aber mit ein bisschen Erfahrung, denke ich, ganz gut hinkommt. So, was sind denn so die Ideen? Also, wenn ein Kostenwert eines Features hoch ist, von vornherein, ja, wenn Sie bei der Rundtour der aktuelle Lösung, die ein lokales Optimum ist, wenn Sie da eine sehr lange Kante drin haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch groß, dass diese lange Rundtour da eigentlich nicht gut, eigentlich uns ärgert, dass wir die eigentlich nicht haben wollen. Wir wissen es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Also macht es Sinn,
wenn es eine hohe Länge hat, das noch ein bisschen durch eine ausgedehntere Länge zu bestrafen. Wenn wir aber zum Beispiel haben ein Feature, das wir jetzt in der letzten Zeit mit solchen Schritten öfters bestraft haben, und das Ding ist immer noch in der Lösung drin, obwohl wir es so bestraft haben, dann ist das ein starkes Indiz dafür, dass irgendwas Spezielles an diesem Feature, dass wenn er so in der Lösung drin klebt, obwohl wir es bestraft haben, immer noch günstig erscheint für diese lokale Suche, dass es doch sinnvoll ist, dass es doch wahrscheinlich wirklich ein Feature ist, das sehr sinnvoll ist beizubehalten. So, der typische Ansatz, der aber natürlich nur beispielhaft ist, man muss sich auch an Ansätze, die man in der Literatur findet, nicht sklavisch halten, aber das ist das, was man so typischerweise in Literatur findet und was eben dementsprechend oft verwendet wird, weil die Praktiker eben häufig aus gutem Grund in die Literatur reinschauen. Also ist das, was in der Literatur steht, auch typischerweise das, was in der Praxis gemacht wird. So, wir zählen die Anzahl der Schritte, in denen wir dieses Feature schon bestraft haben. Und wir gucken, wie viel wir bestrafen würden, wenn wir es bestrafen. So, und diese Veränderung der Landschaft drückt sich in dieser Gleichung, also in dieser Zuweisung aus, in dieser Definition aus. Diese veränderte Landschaft hier, die veränderten Kostenwerte sind dann die ursprünglichen Kostenwerte plus diese Penalties. Dadurch, dass Lambda da steht, ändert sich das vielleicht so ein bisschen an Lagrange-Relaxation aus der Mathematik. Wenn nicht, dann nicht. Okay. Es ist jedenfalls ein ziemlich ähnlicher Grundgedanke. Und warten Sie mal ganz kurz. Jetzt muss ich nochmal kurz nachdenken. Diese Utility of Penalization, genau. Für ein einzelnes Feature sagen wir, je öfter das bestraft worden ist, umso geringer wird dieser Wert. Das heißt, umso geringerer Wahrscheinlichkeit sagen wir, dass wir das auch weiter bestrafen wollen. Wir wählen nur die aus, bei denen dieser Wert ausreichend groß ist. Und wir machen das hier mit einem 1 plus, damit wir in dem Fall, dass er bis jetzt noch nie bestraft worden ist, nicht durch 0 teilen müssen. Ein typischer Trick. Immer darauf achten, wenn Sie etwas skalieren wollen durch einen Wert, den Sie also in den Nenner setzen wollen, um ein Verhältnis herzustellen, immer gucken, ob das, was im Nenner steht, nicht vielleicht 0 werden kann. Und der gängige Art und Weise, dem das zu umgehen ist, 1 plus zu setzen, dass sie nicht durch Null teilen müssen. So, und das war es eigentlich schon mit Guided Local Search. Wie ich schon öfters gesagt, wir bleiben hier öfters mal im Prinzipiellen, insbesondere bei solchen Ansätzen wie dem, die vielleicht nicht so problematisch zu verstehen sind. Wenn Sie nach Guided Local Search schauen, ich habe jetzt nicht geschaut, ich denke allein schon in Wikipedia werden Sie da schon mehr als genug weitere Informationen finden, falls Sie da mehr interessiert oder ansonsten im Internet auch. Wir werden uns ein bisschen mehr aufhalten bei dem zweiten Tabusuche. Das ist auch die populärere Variante. Die sorgt dafür, das ist eine etwas andere Idee. Hier manipulieren wir nicht die Szenerie, wie eben bei Guided Local Search, sondern wir manipulieren die Suche innerhalb der Szenerie, indem wir die Idee ist, ich will vielleicht nur erstmal die Problemstellung skizzieren an der Tafel, aus der die Idee geboren ist. Das Problem ist folgendes.
Wir sind wieder bei unserem Grundproblem. Wir landen mit lokaler Suche im lokalen Optimum. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir versuchen diesem Optimum zu entwischen, indem wir jetzt einfach mal eine Verschlechterung zulassen und dann wieder lokale Suche machen. Ja, was passiert dann? Eine Verschlechterung und gleich wieder zurück ins lokale Optimum im nächsten Schritt. Nichts gewonnen. Man kann natürlich auch weitergehen und sagen, na gut, machen wir zwei oder drei Verschlechterungen so, so. Was passiert dann? Naja, dann geht es lokale Suche und dann sind wir wieder in unserem lokalen Optimum gelandet. Nichts gewonnen, haben wir nur Zeit verschwendet, Laufzeit. Die Idee ist jetzt, in gewisser Weise eine der Suche eine zu erzwingen, dass die Suche eine Zeit lang in einer gewissen Richtung weitergeht und nicht einfach wieder dahin zurückkehrt, wo sie gerade hergekommen ist. Das lässt sich bei einem Feature-basierten Problemstellung sehr leicht ausdrücken, und das ist genau das Tabu in Tabusuche, dass die Entscheidungen, die man in der letzten Zeit getroffen hat, Features reinzunehmen in die aktuelle Lösung, von einer Lösung zur nächsten oder Features rauszuschmeißen, dass man diese Entscheidung eine Zeit lang nicht rückgängig macht, dass diese Entscheidungen tabu sind für eine Zeit lang. Das heißt, im Prinzip wie bei lokaler Suche gehen wir immer zu einem Nachbarn, der bessere Kosten hat oder auch minimale Kosten. Also, ich hatte es ja bei lokaler Suche gesagt, man kann lokale Suche so implementieren, dass immer der tiefste Abstieg gewählt wird oder dass man die Liste der Nachbarn durchgeht, bis die Möglichkeit für einen Abstieg gefunden ist, die nicht unbedingt der tiefste sein muss, dass man den erst nimmt oder so. Letztendlich Tabusuche genau dasselbe. Minimale Kosten oder auch das erste, was tiefer geht. Aber in diesem Fall minimal, genau, in diesem, Entschuldigung, in diesem Fall bei Tabusuche im Gegensatz zu lokaler Suche eben nicht mehr offen gehalten, welche Möglichkeit zum Abstieg man verwendet, sondern wir sagen immer zum Nachbarn mit minimalen Kosten. Im lokalen Optimum ist das aber eine Verschlechterung. Ja, wenn wir die Regel einhalten, wir gehen immer weiter, aber immer mit minimalen Kosten. Wir nehmen immer die Lösung mit minimalen Kosten, dann kommen wir von einem lokalen Optimum zu einer Verschlechterung. Nur, das allein reicht nicht, denn dann sind wir genau in der Situation, wir kommen zu einem lokalen Optimum, nehmen den Nachbarn mit minimalen Kosten eine Verschlechterung und sind gleich im nächsten Schritt wieder im lokalen Optimum drin. Wir müssen also noch was dazu tun. Das ist hier the most recent changes of features, also die allerletzten paar Änderungen an der Feature-Menge, reinnehmen, rausschmeißen, werden mitgeschleppt für eine gewisse Anzahl von Schritten. Also das ist das, was ich eben gesagt habe, wird raus. Was bedeutet ein Change? Was bedeutet ein Wechsel? Halt, Entschuldigung. Was bedeutet ein Wechsel? Entweder war es in der Kartenlösung drin und nicht mehr in der K plus ersten Lösung, oder es ist in der K plus ersten Lösung drin, nicht in der Kartenlösung. Das heißt, das erste, was hier steht, X-Element aus FSK ohne FSK plus 1, ist, dass ein Feature X rausgeschmissen wurde. Das zweite ist, dass es reingenommen wird, ist vom Karten zur K plus ersten Lösung. So. Und was heißt das? Solange wir diesen Wechsel mitschleppen, mit im Gedächtnis behalten, darf der nicht wieder geändert werden, ist tabu. Das heißt, wir dürfen nicht ein Feature, das wir kürzlich eingefügt haben, wieder drop fallen lassen oder wieder einfügen, reinsert, das wir kürzlich fallen gelassen haben. Das ist eigentlich alles, und das sorgt dafür, wenn diese Liste von Tabus nur lang genug ist, dann sorgt es dafür, dass wir nicht wieder hierhin zurückkommen, denn die Änderung, die wir jetzt gemacht haben, ist tabu.
können wir nicht wieder rückgängig machen. Wir machen eine nächste Änderung und auch diese beiden Änderungen sind jetzt tabu, wir können nicht wieder zurück und so weiter. In der Hoffnung, in der sicherlich meist begründeten Hoffnung, dass das lokale Optimum nicht so tief ist, dass wir am Ende, wenn wir diese Features, wenn wir diese Features wieder vergessen, diese Änderungen vergessen, dass wir da nicht doch wieder runterrutschen. Aber das kann eigentlich nicht passieren, weil selbst wenn wir hier oben sind, kann es sein, dass wir diese Änderungen hier, die von hier nach hier geführt hat, die Einfügung eines Features oder die Löschung eines Features, dass wir die vielleicht schon vergessen haben, aber die haben wir dann noch nicht vergessen. Und dann im nächsten Schritt haben wir die vielleicht schon wieder vergessen, aber die haben wir noch nicht vergessen. Das heißt also, man kommt nicht so ohne weiteres wieder zu diesem selben lokalen Optimum zurück. Man bewegt sich weg davon, zwangsläufig. So. Eine typische Art und Weise der Implementation, wie üblich, typisch heißt nicht unbedingt ausschließlich so. Man kann da seiner Fantasie wie an allen Stellen freien Lauf lassen. Aber was man typischerweise so macht oder in der Literatur findet, ist, dass wir uns vorab merken, zum Beispiel, wenn wir ein TSP von einer richtig großen Größenordnung von 1000 haben, naja gut, das ist noch keine große Größenordnung von 10.000, dass man sagt, okay, die letzten 100, 200 Änderungen machen wir nicht rückgängig oder die letzten 50 Änderungen machen wir nicht rückgängig. Ja, da kommt man natürlich schon sehr, sehr weit weg von diesem lokalen Optimum, wenn man in diesen Größenordnungen sich das immer merkt, also so und so viele Features immer verbietet, deren Änderungen rückgängig zu machen, die letzten so und so viele. So, das heißt natürlich zum Beispiel beim TSP, falls wir eine Kante eingefügt haben in die Tour vor 30 Schritten und wir haben gesagt, die letzten 50 Änderungen sind tabu, dann heißt es, diese Kante darf nicht im nächsten Schritt nicht wieder gelöscht werden, auch wenn es uns in den Fingern juckt, auch wenn es noch so vielversprechend aussieht, diese Kante zu löschen. Weil wenn wir dieser Versuchung nachgeben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir dann wieder in dem lokalen Optimum landen, wo wir gerade hergekommen sind. Das sieht zwar vielversprechend aus, so auf den ersten Blick, aber wir kehren halt wieder dahin zurück, wo wir eh schon waren, was wir eh schon gesehen haben. Und genauso umgekehrt, wenn wir uns immer die letzten 50 Änderungen merken und eine Änderung und wir haben darin, vor 30 Schritten haben wir eine Kante rausgeschmissen, weil sie uns gestört hat, dürfen Sie sie jetzt in der 51. Schritt nicht wieder einfügen. Und genau dasselbe bei Coloring oder bei irgendwelchen anderen Problemstellungen, die featurebasiert sind. So, noch eine Änderung, eine kleine Verfeinerung des Algorithmus. Also das, was ich eben vorgestellt habe, ist schon Tabusuche. Fertig. Sie sehen, das ist ein Vorteil dieser abstrakten Betrachtung. Man hat sehr schnell das Ganze über die Bühne gebracht. Und wenn Sie diese abstrakte Betrachtung verstanden haben, sollte es überhaupt kein Problem sein, dieses Wissen, das Sie erworben haben, dieses Verständnis vor allem, das Sie erworben haben. Wir reden ja eigentlich hoffentlich im Studium weniger von Wissen als mehr von Verständnis, hoffentlich, dass Sie dieses Verständnis dann jederzeit in einer konkreten Situation anwenden können. So, was sich herausgestellt hat in der Praxis, in diversen Anwendungen ist, dass es Sinn macht, eine Praxis, die sich Aspiration nennt. Ich glaube, die beste Übersetzung hier wäre sowas wie Durchatmen. Das ist eine komische, intuitive Vorstellung. Darum geht also Durchatmen heißt jetzt alles vergessen und nach vorne schauen. So interpretiere ich das, warum man das Aspiration nennt. Das heißt, dass man irgendwann immer mal so vielleicht nach 1000 Schritten oder nach 2000 Schritten oder keine Ahnung nach wie vielen Schritten alle Tabus wieder fallen lässt und mit einer leeren Liste von Tabus wieder startet. Und dann aber natürlich dann gleich wieder in den nächsten Schritten wieder Tabus sammelt. Bedingung, Aspiration-Kriterium. Ja, ich habe jetzt gesagt, vielleicht nach 1000 Schritten, vielleicht nach 2000 Schritten. Ein anderes Beispiel dafür, für ein
Kriterium, wann Aspiration stattfinden sollte, wann dieses Löschen der Tabuliste stattfinden sollte, wäre etwa, wann immer wir eine Lösung gefunden haben, die besser ist als alles, was wir bisher gesehen haben, scheint es, sagt die Praxis, gut zu sein, jetzt nochmal mit einer leeren Liste von Tabus wieder anzufangen. Es gibt noch weitere Verbesserungen der Technik für Tabusuche, aber da brauchen wir jetzt nicht tiefer hineinzugehen. Wir sollten eher versuchen hier, und das will ich Ihnen versuchen zu vermitteln, einen Überblick über die ganze Landschaft von verschiedenen Ansätzen, von verschiedenen Ideen und Konzepten zu vermitteln. Und das ist jetzt das Nächste. Das geht jetzt ganz anders vor. Wir sind jetzt bei den featurebasierten Sachen im Prinzip weg. Das ist jetzt eigentlich ein neues Kapitel, wo wir jetzt beliebige Nachbarschaften haben können. Ja, bei Guided Local Search und bei Tabusuche, da brauchen wir Features, um sie überhaupt zu definieren. Ja, bei Tabusuche müssen wir ja sagen, die Features sind tabu. Das Einfügen und das Löschen ist tabu. Bei einer beliebigen Nachbarschaft können wir gar nicht sagen, was ist denn jetzt eigentlich tabu? Jetzt kommen wir wieder zurück zu, wir haben nur eine Nachbarschaft gegeben, ganz abstrakt, womit wir gestartet sind, und betrachten jetzt eine andere Möglichkeit, aus diesem lokalen Local Search Dilemma rauszukommen. Etwas, was sich beispielsweise, es hat sich entwickelt, gleichzeitig bei mehreren Problemstellungen. Eine dieser Problemstellungen, bei der sich das entwickelt hat, ist Entwurf von Mikrochips, Verdrahtung von Mikrochips, wo es bis heute nach meinem Kenntnisstand mit Erfolg angewandt wird, diese Methodik. So, ich will auch hier versuchen, Ihnen zu skizzieren, was die Idee ist. Wir starten irgendwo, wie bei lokaler Suche immer, und dann machen wir nicht einfach einen Schritt vorwärts, sondern wir machen eine ganze Menge Schritte vorwärts innerhalb der Nachbarschaft, einen ganzen Weg, so, bis wir irgendwo ankommen. Und jetzt gucken wir uns an. Die haben wir uns alle jetzt gemerkt, den ganzen Weg haben wir uns jetzt gemerkt, alle Lösungen dazwischen. Also natürlich haben wir, wenn es wirklich große Problemstellungen sind, haben wir uns nicht jede Lösung einzeln gemerkt, sondern die Differenzen natürlich immer von einer Lösung zur nächsten, platzsparend. So, und dann gucken wir uns an, wie gut sind die Lösungen und wählen uns die beste Lösung aus. Das muss ja nicht die letzte sein, die wir als erstes erreicht haben. Und von da aus gehen wir wieder weiter. Irgendwie. Machen dasselbe Spielchen neu. Schauen uns an, was war die beste Lösung, die hier vielleicht. Und machen dasselbe weiter. Sodass man hoffen kann, dass man, also erstens mal, wenn das so ein Weg ist, bleiben wir nicht im lokalen Optimum stehen, sondern wir gehen einfach weiter, solange bis wir der Meinung sind, jetzt ist Weg zu Ende. Das heißt also, selbst wenn wir irgendwo ein lokales Optimum haben, gehen wir einfach stur weiter. Und Sie sehen von diesem Bild schon, ja, wenn Sie sich das vergleichen mit der lokalen Suche, die hier stehen geblieben ist, die Idee dahinter, dass man mit relativ einfachen Schritten, also mit Schritten, die jetzt nicht, auch nicht pro Schritt nicht so viel Rechenzeit kosten, ein breites, von einem einzigen Startpunkt aus, einen breiten Weg geht über den gesamten Lösungsraum. Natürlich meist nicht über den gesamten Lösungsraum, aber über große Teile des Lösungsraums, wesentlich größere, wesentlich größer, als wenn man nur lokale Suche gemacht hätte.
So, bis jetzt, was wir bis jetzt betrachtet haben, Sie erinnern sich an Folie 133, da gehe ich jetzt nicht zurück, weil das ein bisschen umständlich ist. Also ich habe noch nicht gesehen, wie ich bei dem Browser direkt zu einer Zahl kommen kann. Also eine Zahl eintippen und Return oder sowas klappt nicht. Da hatten wir grundsätzlich vier verschiedene Möglichkeiten aufgezählt, wie man diesem Dilemma der lokalen Suche entkommen kann. Und bis jetzt haben wir das erste dieser vier Möglichkeiten betrachtet, dass wir einfach mal auch bei Simulated Annealing gelegentlich, wenn der Würfel ja sagt, also wenn die Münze, die wir werfen, ja sagt, dass wir gelegentlich dann auch mal weitergehen, auch wenn wir damit uns eine Verschlechterung einhandeln. Oder jetzt wie eben bei Tabusuche, dass wir weitergehen, weil die beste Möglichkeit, also die Möglichkeit abzusteigen, Tabu ist. Und wir nur durch diese Tabus nur Möglichkeiten haben, vorwärts zu gehen, indem wir uns verschlechtern. So, das zweite, was ich dort auf Folie 133 aufgeführt hatte, ist genau das, was ich jetzt hier eben skizziert habe. Nicht nur einmal vorwärts zu gehen, sondern gleich einen ganzen Weg vorwärts zu gehen und dann zu gucken, wo waren wir da jetzt am besten und von da aus weiterzugehen. Das ist frühe 70er. Es gibt interessanterweise eine Kernighan-Lynn-Heuristik und eine Lynn-Kernighan-Heuristik, beides von denselben Leuten. Eigentlich auch kein großer Unterschied, hat sich aber so eingebürgert. Der Kernighan ist übrigens derselbe Kernighan, der mitgewirkt hat an der Entwicklung der Sprache C. Kernighan Ritchie, ne? Wenn ich mich richtig entsinne. Und das ist der Kernighan. Gut, was machen wir? Wie wir es eben gesagt haben, in jeder Iteration der übergeordneten Schleife nicht nur einen einzelnen Schritt, sondern einen ganzen Pfad an dieser aktuellen Lösung. Dann gucken wir uns an, wir wollen natürlich nicht wieder von derselben aktuellen Lösung starten. Das heißt, alles, was auf diesem Pfad, was nicht die aktuelle Lösung ist, von der wir gestartet sind, alle anderen gucken wir uns an. Gucken wir uns an, was ist die beste und die nehmen wir als die neue Lösung. So, was wäre, jetzt kann es natürlich verschiedene Möglichkeiten geben. Es kann sein, dass diese neue Lösung hier, die beste Lösung auf dem Weg ist, außer der Startlösung, dass die besser ist als die Startlösung. Wunderbar. Dann steht ja der Sache nichts im Wege. Oder dass sie vielleicht schlechter ist oder nur gleich gut ist. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten zu sagen, was man da macht. Eine Möglichkeit, die glaube ich meines Wissens auch die ursprüngliche ist, ist egal. Auch wenn diese Lösung schlechter ist als die Startlösung, wir ziehen unseren Stiefel durch, wir gehen von da aus wieder einen neuen Pfad. Zweite Möglichkeit ist natürlich zu sagen, okay, wir geben auf, der Algorithmus terminiert hier. Oder dritte Möglichkeit, die ich hier nicht visualisiert habe, ist zu sagen, wenn dieser Pfad nichts gebracht hat, wenn alle Lösungen da drauf schlechter sind als unsere Startlösung, na, dann versuchen wir es nochmal in eine andere Richtung von der Startlösung aus. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber traditionell wird die erste Möglichkeit gewählt. Ich muss mal aufpassen, dass ich hier nicht die ganze Kreide hier rüber schleppe. So. Das wäre jetzt dieser Pfad. Wir starten mit der aktuellen Lösung und konstruieren diesen Pfad. Das heißt also, in dieser Terminologie hier haben wir hier in dem Bild S Stern gleich P0, P1, P2 und so weiter bis hier hinten Pn. Und
Das ist das, was ich gesagt habe, dass wir uns natürlich nur immer die Differenzen merken. Am einfachsten merken wir uns immer, wie oh ja, blödes englisches Wort, cumulative gain. Ich hoffe, ich habe es jetzt halbwegs korrekt ausgesprochen. Also akkumulierte Gewinn bis dahin. Das ist die Art, wie man das typischerweise macht. Dass wir uns merken, bis dahin sind so und so viel Gewinn, kann natürlich auch Verlust gewesen sein, also negative Werte drin, sodass wir von 1 bis n hier so eine Kurve haben, von der wir das Minimum dann wählen. Wie können wir, bis jetzt habe ich nur gesagt, okay, wir gehen von der Startlösung über irgendeinen Pfad. Was heißt das? Wie kann man diesen Pfad konstruieren? Natürlich erstmal klar, wir konstruieren nicht einen Pfad einfach so mal eben schnell, sondern Schritt für Schritt, wir von der Startlösung, erste Kante, zweite Kante, dritte Kante und so weiter, klar, was sonst? Und was sich hier anbietet und was auch typischerweise gemacht wird, ist ähnlich wie bei der Tabusuche zu sagen, wir müssen ja dafür sorgen, dass der Pfad so aussieht, ja, dass der Pfad nicht so zum Beispiel aussieht, dass er wieder zurückkommt. Ja, ähnliches Problem wie bei der Tabusuche. Deshalb ähnliche Ideen auch wie bei der Tabusuche. Wenn wir ein feature-basiertes Problem haben, können wir genau die Idee von der Tabusuche anwenden, nämlich dass wir sagen, die Features, die wir ausgewählt haben, dürfen wir im nächsten Schritt nicht wieder, die Auswahl, also die Änderung dürfen wir nicht im nächsten Schritt rückgängig machen. Wenn wir eine Nachbarschaft haben, auf einer Problemstellung, das nicht feature-basiert ist, müssten wir uns dementsprechend etwas anderes überlegen, um zu sagen, okay, haben einen ersten Schritt gemacht und der nächste Schritt soll uns in welchem Sinne auch immer noch weiter wegtreiben von der ursprünglichen Lösung S Stern. So, das heißt, bei feature-basiert sind wir wieder bei denselben Ideen wie mit Tabusuche, wie wir das eben betrachtet haben. Tabuisierung von Änderungen, also von Rückgängigmachung von Änderungen. Und die Problemstellung, anhand deren die Heuristiken entwickelt worden sind, Lin Königin, Königin Lin, sind auch tatsächlich solche Feature-basierten. Aber im Gegensatz zu Tabusuche und Guided Local Search durchaus allgemeiner verwendbar auf beliebigen Nachbarschaften. Man muss sich da nur Gedanken machen, was es heißt, einen Pfad zu konstruieren, der uns möglichst weit wegtreibt von der aktuellen Lösung und nicht wieder zurückführt. So, ja, so würde man das dann eben machen, dass wir eine Tabuliste genauso wie bei Tabusuche behalten. Und wir beginnen natürlich mit ohne Tabus, also mit einer leeren Menge von Tabus. Die Tabus bleiben bis zum Ende, bis wir den Pfad gesucht haben. Und das bedeutet, dass wir keinen Schritt vorwärts gehen, der diese Tabuliste verletzen würde. Und unter diesen Bedingungen, dass wir die Tabuliste nicht verletzen, also wir haben natürlich von einem Knoten aus verschiedene Möglichkeiten weiterzugehen. Bestimmte verletzen die Tabuliste, das heißt, um da weiterzugehen, heißt, dass man eine Veränderung, die man hier auf dem Weg gemacht hat, jetzt wieder rückgängig macht. Andere verletzen das nicht. Und unter denen, die es nicht verletzen, suchen wir uns eine Möglichkeit, vielleicht die beste Möglichkeit am besten. So, dadurch, dass wir diese Tabuliste niemals leeren, dadurch, dass wir niemals ein Tabu wieder rausnehmen aus der Liste, frisst sich diese Suche irgendwann fest. Ja, spätestens wenn wir alle Features in der Tabusuche drin haben, kommen wir nicht mehr weiter. Und das wahrscheinlich schon viel früher. Und das ist der Punkt, an dem wir haben es bis jetzt offen gelassen, wann soll die Pfadsuche enden? Das ist der Punkt, an dem die Pfadsuche endet, wenn es keine Kanten mehr gibt, auf denen wir weiterkommen können, ohne diese stetig wachsende Tabuliste zu verletzen.
Max Cut ist eine Problemstellung, die bei den ursprünglichen drin war. Wir hatten Max Cut eben, nee, nicht eben, letzte Woche schon mal betrachtet. Was war das nochmal? Ach, das kann ich doch, da, so weit zurück kann ich doch gehen. So, da ist auch ein schönes Bild drauf. Wir haben einen ungerichteten Graphen mit Kantenlängen. Und wir wollen einen maximalen Schnitt durchfinden. Das heißt also eine Zerlegung des Graphen in zwei Teile, in mindestens zwei Teile, sodass die Kanten, die von einem Teil zum anderen rübergehen, insgesamt möglichst großes Gesamtgewicht haben. Wenn wir wie in diesem Beispiel, das Beispiel in diesem Beispiel hat jede Kante Gewicht 1, damit es übersichtlicher wird, damit Sie die Gewichte einfach durch Abzählen der Kanten rauskriegen können. Aber im Allgemeinen hat es natürlich nicht jede Kante das Gewicht 1. So, hier haben Sie einen Schnitt, einen Cut der Größe 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kanten. Hier haben Sie 9. Und was hier in dem ursprünglichen ersten Varianten dieses Ansatzes gemacht worden ist, ist die Nachbarschaft, die wir schon kennen. Im Prinzip die Nachbarschaft, die wir schon kennen, den Schnitt zu variieren, die zulässige Lösung zu variieren, indem wir einen Knoten von der einen Seite des Schnitts in die andere Seite des Schnittes wechseln. So wie hier ist dieser Knoten gewechselt von der äußeren Seite in die innere Seite dieses Schnittes. Das ist das, was tabuisiert wird, ja. Dieser Knoten, nachdem er einmal von der äußeren Seite in die innere Seite gewechselt ist, darf nie wieder auf die äußere Seite zurück. Bleibt in dieser Menge drin, in die er hineingewechselt ist. Und irgendwann ist natürlich klar, frisst sich diese Sache fest. Wir haben unendlich viele Knoten. Irgendwann können wir keine Änderungen mehr machen, die nicht eins dieser Tabus verletzen würde. Dann wäre diese Pfadkonstruktion zu Ende. So, Königin Lynn, what's in a name? Also die beiden selber haben das nie so abstrakt formuliert, wie wir das hier gemacht haben, sondern haben zwei Beispiele davon konstruiert. Und das eine von den beiden, ich vergesse immer wieder, welches von beiden jetzt welches ist. Das eine von dem Beispiel, Anwendung auf TSP. Oder Anwendung auf Max Cut, was wir eben gesehen haben. Das eine heißt Königin-Lynn-Heuristik, das andere heißt Lynn-Königin-Heuristik. Gut, auch so kann man natürlich versuchen, die Sachen zu unterscheiden. Man muss sich nur merken, jetzt was was ist. Und das, wie ich es hier genannt habe, Ansätze vom Königin-Lynn-Type oder Lynn-Königin-Type, den Begriff habe ich hier geprägt, mangels einer Alternative. Also ich habe auch noch nie selber in der Literatur gefunden, das mal wirklich abstrakt zu sehen. Diese beiden Heuristiken, die beiden vorgeschlagen haben, fürs TSP und fürs Maxcat, was ist eigentlich? Also, es mit Händen zu greifen, wenn man das beides liest, dass es essentiell dasselbe ist, aber was ist es eigentlich? Und das habe ich versucht, hier in dieser Vorlesung aufzubereiten. Und ich habe es so genannt, natürlich zu Ehren der beiden, falls sie sich dadurch geehrt fühlen. So. Eine andere Variante von dem, was wir sind jetzt immer noch bei der Problemstellung, wie ich sie hier, oder bei den algorithmischen Ansätzen, wie ich sie hier an der Tafel skizziert habe, dass man nicht nur einen Schritt vorwärts macht, sondern gleich mehrere Schritte vorwärts macht. Ich sehe gerade, das hat mal der Herr Müller-Hannemann eingefügt und ich bin da jetzt etwas unvorbereitet. Das verschieben wir auf nächstes Mal. Ich muss mich noch vorbereiten auf diese zwei Folien. Die kann ich jetzt nicht so einfach aus dem Stegreif hier produzieren. Da es ja auch nicht Teil der algorithmischen Aufgabe für Sie ist, sollte es kein Problem sein, wenn wir diese zwei Folien jetzt mal aufs nächste Mal verschieben.
und zum nächsten Thema gehen. Erinnern Sie mich daran, falls ich es vergesse, dass ich das noch nächstes Mal einschiebe. So, Multistart Local Search ist eine ganz einfache Sache. Nämlich, wir haben bis jetzt immer einen Start betrachtet, wo wir dann bei lokaler Suche in ein lokalen Optimum gleich in der Nähe gelandet sind. Das könnte man natürlich dadurch variieren, dass man jetzt nicht einmal startet, sondern eine Million Mal startet auf einer Million verschiedener Startlösungen, sodass man in vielleicht nicht in einer Million verschiedenen lokalen Optima landet, weil ja die verschiedenen lokalen Suchen potenziell auch im selben landen können, aber hoffentlich in vielen lokalen Optima, von denen hoffentlich auch ein paar gut sind. Also bei lokaler Suche kommen wir niemals aus einem ganz kleinen Eckchen, ganz kleinen Fleckchen des gesamten Lösungsraums raus. Und die wirklich guten Lösungen, die müssen ja gar nicht in diesem kleinen Fleckchen drin sein, die können vielleicht ganz woanders liegen. So, wir erzeugen jetzt eine Million zulässige Lösungen, zum Beispiel zufällig, eine Million zufällige Rundtouren. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, eine Million, wenn Sie sich an die Beispiele erinnern, die wir da haben mit 16 Knoten oder sowas. Aber wenn Sie sich vorstellen, Sie haben Zehntausende von Knoten drin, dann sind eine Million Rundtouren, von denen Sie jeweils eine lokale Suche starten, gar nicht mal so viel. So, von jedem von denen starten wir eine lokale Suche, muss aber nicht lokale Suche sein, könnte ja auch sowas wie Tabusuche oder ähnliches sein, aber lokale Suche ist erstmal das, was dann am schnellsten geht, was am schnellsten zu Ende ist. Und von allen dieser Millionen versuchen, nehmen wir die beste Lösung als das Ergebnis des gesamten Algorithmus. Und das ist es auch schon. Damit haben wir diesen dritten Punkt, diese dritte Möglichkeit schon abgehandelt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer dass das verdammt gut funktioniert. Hatten aber natürlich seinen Preis im Kurs, in Terms of, im Hinblick auf Laufzeit. Eine Million Mal lokale Suche ist eben eine Million Mal so viel Laufzeit wie einmal lokale Suche. Aber hat den Vorteil, dass Sie es ja auch skalieren können, ja? Dass Sie sagen können, dass Sie den Zielkonflikt zwischen Güte des Ergebnisses und Laufzeit, dass Sie das ausbalancieren können, dass Sie sagen, nicht eine Million Mal, sondern nur 10.000 Mal. Oder dass Sie sagen, so lange, ich lasse es so lange laufen, produziere immer wieder neue, zufällige Lösungen, von denen ich lokale Suche starte, bis ich Montagmorgen wieder im Büro bin. Ja? Bis das Kriterium Montag, Datum, 8 Uhr, das ist das Abbruchkriterium. Zum Beispiel, ja, also es ist sehr flexibel, damit umzugehen. So, mehr gibt es aber dazu nicht zu sagen. Wo wir jetzt sehr viel dazu sagen werden, sind populationsbasierte Strategien. Das ist die Idee, das hatte ich schon mehrfach kurz angesprochen, dass wir nicht eine Lösung immer betrachten, die wir von Iteration zu Iteration verändern, sondern wir lassen mehrere Lösungen gleichzeitig gegeneinander antreten. Und die müssen sich bewähren. Und die Lösungen, die sich nicht bewähren, die sich eine gewisse Zeit lang nicht bewähren, also denen wir Laufzeit schenken, sodass sie von Iteration zu Iteration sich vorwärts bewegen, aber sie kommen auf keinen grünen Zweig, sie kommen einfach nicht. Diese Vorwärtsbewegung kommt einfach nirgendwo hin, wo es in gute Ergebnisse rein, sondern es sind immer schlechte Kostenwerte, dass wir sagen, okay, die lassen wir dann absterben, die betrachten wir nicht mehr weiter und Lösungen, die in sehr gute Richtungen reingekommen sind, in sehr gute Bereiche des Lösungsraums, sehr gute Kostenwerte haben, dass wir sagen, die duplizieren wir sogar und lassen die unabhängig voneinander diesen schönen, guten Bereich, diesen offenkundig sehr guten Bereich des Lösungsraums weiter mit noch mehr Ressourcen, mit noch mehr Laufzeit erkunden. Da investieren wir mehr Laufzeit rein in diese zulässigen Lösungen, die ja schon in einem sehr vielversprechenden Bereich des Lösungsraums sind. Ja, wir explorieren den Lösungsraum zielorientiert, zielführend, ohne überhaupt den Lösungsraum zu wissen. Ja, weil wir so abstrakt sind, dass wir nur von Lösungen, die gegeneinander antreten, überhaupt wissen.
So, diese Grundidee, gegeneinander antreten im Wettbewerb, dafür wissen Sie ja, hat Charles Darwin den Begriff Survival of the Fittest geprägt. Sie wissen ja vielleicht auch, so als kleine Nebenbemerkung, dass die typische Übersetzung ins Deutsche Überleben des Stärksten eine falsche Übersetzung ist. Nämlich es heißt, Survival of the Fittest heißt Überleben des Angepasstesten. Fit heißt angepasst. Ja, also auf dieser Übersetzungsfehler, Überleben des Stärksten, hat sicherlich sehr stark zur Popularität des Sozialdarwinismus in Deutschland rund um Ende 19. Jahrhundert und später beigetragen. Und dieser Sozialdarwinismus, dessen Konsequenzen kennen Sie ja aus dem Geschichtsunterricht. Gut, das war jetzt ein steiler Bogen. Nehme ich auch alles wieder zurück. So, man kann aber auch einen Schritt weitergehen. Wir gucken uns hier natürlich die Natur an. Evolutionsstrategien, ja. Wir gucken uns das Prinzip der Evolution, Mutation und Selektion an. Wir können aber auch einen Schritt weitergehen und feststellen, die Natur ist ja einen Schritt weitergegangen. Nicht nur Mutation und Selektion als Fortentwicklungs-, als Evolutionsprinzip, sondern irgendwann hat es ja begonnen, das, was hier etwas technisch als Rekombination bezeichnet wird, was in der Biologie einfach die sexuelle Fortpflanzung ist. Das heißt, nicht ein Individuum mutiert und bildet daraus ein neues und ergibt, daraus ergibt sich ein neues Individuum oder eine neue genetische Veranlagung, sondern zwei Individuen. In der Informatik wäre es natürlich kein Problem, auch zu sagen, warum zwei, warum nicht drei, warum nicht vier, aber es hat sich eingebürgert. Zwei, wie in der Biologie, werden zusammengenommen und daraus werden neue zulässige Lösungen gebaut. Und noch einen Schritt weiter, ja, die Evolution hat ja noch weitere Prinzipien der Fortentwicklung zustande gebracht, nämlich soziale Zusammenarbeit, sozial mit Anführungszeichen, weil das Wort sozial ja eigentlich doch mehr menschlichen Verhaltensweisen vorbehalten bleibt. Aber man findet so etwas wie sozial in Anführungszeichen, das wissen Sie ja auch selber, beispielsweise auch schon mit sehr großem Erfolg bei niederen Lebensarten wie Ameisen. Und deshalb werden wir uns auch einen Ansatz ansehen, stellvertretend für viele andere, der Ameisenkolonie-Ansatz heißt, wo man versucht, das Sozialverhalten, sehr rudimentär natürlich, das Sozialverhalten von Ameisen, das zu sehr guten Lösungen im Sinne der Ameisen führt, das zu simulieren. So, aber fangen wir erstmal an, Survival of the Fittest. So, wir konstruieren nicht eine zulässige Lösung, wir starten nicht mit einer zulässigen Lösung, sondern wir starten mit mehreren, mit vielen. Mit 10, mit 100, mit 1000. Das hängt von, wie die meisten Freiheitsgrade hier, das hängt von Ihrer aktuellen Situation ab, in der Sie sich befinden. Gegebenenfalls können Sie auch mal rumspielen. Ja, es ist nichts einfacher als so ein Parameter wie diese 10, 100, 1000 einfach zu variieren und mal zu gucken, wie sich die Güte Ihres Algorithmus dadurch ändert. Ob es günstig ist, eher kleine Populationen zu wählen oder günstig ist, eher große Populationen zu wählen. Das kann man nicht unbedingt vorhersehen, aber man kann leicht damit rumspielen, um festzustellen, was jetzt nun das Beste ist. So, wir starten mit jedem von denen. So, zunächst einmal, wir haben wieder eine übergeordnete Weilschleife, wie immer, in der alles passiert. Bis zum Abbruch dieser Weilschleife. Und danach wird das Beste, was wir bis dahin gesehen haben, wie immer ausgegeben. Aber in einer Iteration dieser übergeordneten Weilschleife passiert jetzt mehr. Also hier bei den Pfaden haben wir schon mal ein Beispiel gesehen, wo mehr passiert ist, nämlich nicht nur ein Schritt, sondern gleich einen ganzen Pfad durchzugehen. Jetzt, auch hier sind wir in einer Situation, wo in einer Iteration der übergeordneten Weilschleife mehr als nur ein Schritt passiert, nämlich von jeder dieser Lösungen passiert jeweils auch ein Schritt. Und
Wir brauchen ein Schema für das, was ich eben kurz skizziert hatte. Das werden wir dann sehen. Die suchen, die Erfolg haben, die so Wege ins Tal runtergefunden haben, die also auf einer ziemlich guten, tiefen Höhe über Meereshöhe sind, wenn ich das mal so plastisch versuche auszudrücken, die sollen überleben. Ja, die sind vielversprechend für auf unserem Weg, möglichst tief runterzukommen. Und von denen wiederum sollen diejenigen, die am absolut besten sind, die bisher die besten Wege runtergefunden haben, sich in den besten Gegenden des Lösungsraums tummeln, die sollen dann Offspring, Nachkommen produzieren. Also die sollen von denen, da sagen wir, nicht der alleine soll suchen, sondern da sollen jetzt zwei Suchen gleichzeitig weitergehen. So, wie sieht jetzt nun eine einzelne Runde aus, also eine einzelne Iteration der übergeordneten Wahlschleife? Jede Suche einen Schritt vorwärts. Dann gucken wir uns die ganze Population, die Menge der aktuellen Lösungen an. Und die sie schlecht aussehen, lassen wir fallen. Die gut aussehen, forked, das ist das, was ich meinte mit duplizieren, also aufgegabelt, wenn man es mal wörtlich übersetzt, oder versucht wörtlich zu übersetzen. Und das gibt die neue Menge an Lösungen. Ja, auf der einen Seite fallen Lösungen raus, die schlecht aussehen, auf der anderen Seite werden Lösungen dupliziert, die gut aussehen. So, die erste Variante davon ist. Oder die grundlegende Variante davon sind Evolutionsstrategien, sind, was war das so ungefähr, Mitte der 80er Jahre entwickelt worden, sind interessanterweise nicht in der Informatik entwickelt worden, sondern im Ingenieursbereich von einem Ingenieur, insbesondere von einem Ingenieurprofessor an der TU Berlin. Mist, ich habe mein Namensgedächtnis, ich habe den Namen jetzt nicht parat. Der hat ein interessantes Beispiel gebracht. Wir vergessen jetzt mal Informatik. Wir gucken mal, es geht um Strömungsdynamik. Sie wollen eine viskose Flüssigkeit oder ein zähes Gas oder so etwas in Rohr um die Ecke biegen. Und Sie wollen das mit möglichst guter Strömung, ohne Strömungsabrisse, ohne Turbulenzen und so weiter möglichst gut hinkriegen. Und das, was er mit Evolutionsstrategien versucht hat, ist immer, also er hat das zerlegt in solche Elemente. Unsere Features. Und also genau gesagt, die Features heißt Winkel, der Winkel, den hier zwei Elemente zueinander bilden. Oder anders gesagt, der Winkel, den diese Grenzlinien immer bilden, diese Grenzflächen. Und was er durch Evolutionsstrategien herausgefunden hat, ist optimal, ist etwas, was man vielleicht intuitiv gar nicht erwartet hätte, sondern was so. Ups, so aussieht. Also was erst einmal einen Überknick macht und dann erst in die richtige Richtung geht. Er hat auch versucht, Flügel strömungsdynamisch zu optimieren, indem er hier so verstellbare Elemente reingesetzt hat und hat interessanterweise festgestellt, dass was er da rausbekommen hat, sieht verdächtig ähnlich aus wie die Flügelstruktur von Raubvögeln. Oder andersrum gesagt, dass Raubvögel dank natürlicher Evolutionsstrategien schon sehr gutes Strömungsprofil auf ihren Flügeln haben. So, das ist also Simulation von asexueller biologischer Evolution, was wir etwa bei Einzellern haben. Gut angepasste Mitglieder der Population, also
Was bei uns natürlich heißt, Mitgliederpopulationen, die einen guten Kostenwert haben. Die Mitgliederpopulationen sind ja immer zulässige Lösungen, Elemente des Lösungsraums. Die, ja genau, das ist der entscheidende Punkt ist der, wir haben, worüber wir bisher nicht gesprochen haben, ist ja, wie entscheidet sich das denn, welche der zu aktuellen Lösungen in der Population dupliziert werden und welche sterben? Und hier war nochmal ein Punkt, wo man den Gedanken der Evolution reingebracht hat. In der Evolution entscheidet sich das schlicht, in der biologischen Evolution entscheidet sich das schlicht und einfach durch Zufall. Ja, das einzelne Individuum, ob das überlebt, ob es sich reproduzieren kann, seine Gene weitervererben kann, das ist extrem stark zufallsabhängig. Offensichtlich ist das so. Hat aber natürlich, dieser Zufall ist aber nicht blind, sondern je höher die Fitness des einzelnen Individuums ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Individuum überlebt und seine Erbanlagen weitergeben kann. Und das hat man mit hineingenommen, dass man sagt, das findet man auch an anderen Stellen wieder, können Sie sich auch durchaus als allgemeine Idee im Hinterkopf behalten, dass man sagt, wir wissen nicht, was die richtige Auswahlstrategie ist, welche der zulässigen Lösungen man dupliziert und welche man sterben lässt. Wir lassen es einfach vom Zufall abhängen, aber nicht vom blinden Zufall, sondern je besser eine aktuelle zulässige Lösung ist, umso größer ist die Chance, also wir geben ihm einen Wahrscheinlichkeitswert, der abhängig ist davon, wie gut dieses Element ist, sodass auch, also auch schlechte Lösungen durchaus eine gewisse Chance haben, weiter zu überleben und sich zu duplizieren, aber diese Chance ist nicht sehr groß. Und auch wie im echten Leben, auch sehr gute Individuen, also ich schreibe hier immer von Members of the Population, ich rede dann von Individuen. Individuen sind die Mitglieder einer Population, nicht? Dass auch Individuen, die extrem gut sind, eine gewisse Restwahrscheinlichkeit haben, dass sie sich nicht weiter vermehren, sondern absterben. Um der Suche auch nochmal, wie in einer natürlichen biologischen Evolution, das ist durchaus nichts Schlechtes im Hinblick auf die Fortentwicklung. Für das einzelne Individuum ist es natürlich schlecht, wenn es ausstirbt, aber im Hinblick auf die Vorwärtsentwicklung, auf die Evolution, ist es durchaus nicht schlecht, dass der Zufall da waltet, weil was immer man da an Kriterien aufstellt, wann man was sterben lässt und was nicht, wird nie so richtig adäquat sein. Sodass man sich potenziell systematisch den Weg zu den besten Lösungen verscherzt, weil man die Kriterien nicht adäquat aufgestellt hat. Und wenn man den Zufall einbaut, lässt man sich immer noch ein Hintertürchen, dass vielleicht doch hintenrum man doch zu besseren Lösungen kommt, die man mit einer deterministischen Festsetzung der Kriterien sich von vornherein verbaut hätte. Ist eine Sache, die man durchaus in verschiedenen Bereichen der Informatik bei Optimierung gerne anwendet, solche Randomisierung. Simulated and Lean war schon so ein Beispiel dafür, dass wir durch Randomisierung zu besseren Ergebnissen kommen, als wenn wir fest nur nach der Strategie immer nur besser, besser, besser werden, dann im lokalen Optimum gelandet werden. Und genauso umgekehrt, Individuen werden zufällig. Ja, wie übersetze ich das jetzt politisch korrekt? Werden zufällig aus dem Spiel genommen und kennen Sie wie heißt das, Darwin Award? Wer von Ihnen kennt den nicht? Das wird ist ein jährlicher Preis. Gucken Sie mal, steht bestimmt in Wikipedia. Wenn nicht, können Sie per Google das irgendwo finden. Das ist ein jährlicher Preis für denjenigen, der es geschafft hat, sich auf die skurrilste Art und Weise selber aus dem Genpool herauszunehmen. Meistens durch Tod. Also es gibt auch die Möglichkeit, durch sich auf skurrile Art selbst also ohne zu sterben,
sich selbst zu sterilisieren, aber das ist eher der seltene Fall, meistens durch Tod. Das kriegen dann so Leute wie zum Beispiel der eine japanische Tourist, der unbedingt ein gutes Foto im Zoo vom Löwen haben wollte und der deshalb in den Löwenkäfig gestiegen ist, und weil der Löwe da nur so träge rumgepennt hat, hat er ihm noch mal in den Bauch getreten, um ein gutes Foto zu kriegen. Das war, glaube ich, ein Preisträger für den Darwin Award. So, haben wir das damit jetzt hier an dieser Stelle? Ich gucke auf die Uhr. Genau, das sind. Also hier machen wir natürlich einen Unterschied zur biologischen Evolution. Die biologische Evolution geht nicht in festen Runden. Ja, es ist natürlich nicht so, dass alle immer in festen Runden zum selben Zeitpunkt sterben und die nächsten zum selben Zeitpunkt geboren werden oder so. Das ist klar. Aber wir, damit wir das Ganze irgendwie noch in Ordnung halten können, wir organisieren das natürlich dann in Runden. Was passiert? Wir suchen uns eine Menge von Individuen, eine gewisse Anzahl von Individuen aus, zufällig, abhängig von den Kostenwerten. Oh je. Je schlimmer der Kostenwert eines Individuums ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Individuum auswählen, und die schmeißen wir raus aus dem Spiel. Dann suchen wir uns eine andere Menge von Individuen aus mit umgekehrter absteigender Wahrscheinlichkeit. Je höher der Kostenwert ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine auswählen. Und die lassen wir wie einen Offspring produzieren. Das heißt also, die duplizieren wir, und bei der nächsten Mutation danach, jetzt haben wir im ersten Teil der Iteration haben wir eine neue Population kreiert, indem wir ein paar Individuen haben aussterben lassen, ein paar Individuen dupliziert haben, und jetzt kommt Prinzip Mutation und Selektion. Eben war Selektion, es kommt Mutation. Jedes einzelne Individuum dieser neuen Population macht jetzt einen einzelnen Schritt in der Nachbarschaft. Und die beiden, die dupliziert worden sind, machen dann natürlich in der Regel unterschiedliche Schritte in der Nachbarschaft. Das heißt, gehen in der Regel auseinander. Auch hier wieder aber, man kann natürlich sagen, die werden garantiert mutiert. Man kann aber auch sagen, wie in der Natur, passieren ja nicht laufend Mutationen von Erbmaterial. Also wenn Sie sich das angucken in der Biologie, wie langsam die Mutationsrate von Erbmaterial ist bei asexueller Vererbung, sollte ich dazu sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit praktisch null für ein einzelnes Individuum, dass es ein Offspring mit verändertem Erbmaterial produziert. So, was ist jetzt der biologische Hintergrund dabei? Jedes Individuum, ja, es gibt Leute, die behaupten, es gab mal ein berühmtes Buch, müsste auch so 80er Jahre, glaube ich, gewesen sein, das die Erkenntnisse so provokant formuliert hat, schon im Titel, an den ich mich leider jetzt gerade nicht erinnere, dass wir einfach nur die Sklaven unserer Gene sind. Ich glaube, das egoistische Gen ist, glaube ich, das Schlagwort, mit dem man das findet. Jetzt fällt es mir wieder ein, genau. Das ist natürlich nur eine Metapher. Gene sind nicht egoistisch, weil sie haben gar kein soziales Verhalten. Nichts, was man soziales Verhalten nennen könnte, sind einfach Moleküle. Oh, aber die Metapher ist, dass wir einfach nur den Befehlen unserer Gene folgend uns fortpflanzen, auf dass unsere Gene unsterblich werden. So, was später in anderen Varianten bei sexueller Rekombination wichtig wird, ist, dass wir uns nochmal vergegenwärtigen, das kennen Sie aus dem Biologieunterricht, denke ich mal, was eigentlich unsere Erbanlagen sind. Sie kennen den Begriff DNA, das Oxyribonukleinsäure, also RV-Acid oder DNS im Deutschen. Und
das, was für uns wichtig ist hier, ist überhaupt nicht, wie diese Molekülstruktur aussieht und auch nicht, dass das diese berühmte Doppelhelix ist und so weiter. Was uns interessiert, ist der Informationsgehalt, der darin steckt. Und dieser Informationsgehalt, das lässt sich sehr gut in den Begriffen Informatik formulieren, ist ein ziemlich langer String. Ich glaube, bei Menschen so um Größenordnung 5 Milliarden. Einzelne Zeichen aus dem Alphabet A, C, G, T. Das sind die Anfangsbuchstaben der vier Säuren, aus denen sich diese Doppelhelix, der Informationsgehalt dieser Doppelhelix zusammenbaut. Das kennen Sie aus der Biologieunterricht? Wer hat das nicht gesehen im Biologieunterricht? Okay. Gut. Das heißt, im Grunde, aus biologischer Sicht, sind die Gene diejenigen, bei denen wirklich was passiert, die mutieren, sich replizieren oder sexuell kombinieren. Und alles, was unsere Aufgabe ist, ist den Genen zu helfen, das Ziel zu erreichen. Das ist, wie gesagt, natürlich nur eine Metapher. Sie wissen ja, dass sich zwei Individuen nur, typischerweise nur, rekombinieren, sexuell und auch wirklich sexuell fortpflanzungsfähige Nachkommen erzeugen können, wenn sie zur selben Art gehören, was unter anderem auch bedeutet, dass ihre Strings ungefähr gleich lang sind. Ja, Sie wissen, es gibt auch artenübergreifend sexuelle Fortpflanzung. Denken Sie an Pferd und Esel, die zusammen Maultiere liefern, nur dass Maultiere nicht fortpflanzungsfähig sind. Fortpflanzungsfähigkeit ist nur innerhalb einer Art möglich. So war mal früher die Definition einer biologischen Art, einer biologischen Spezies. So, wenn man diese Metapher fortentwickelt, ich sage das Ganze nur deshalb, weil das eine Vorbereitung ist für das Verständnis, wenn wir einen Schritt weitergehen, nicht mehr Evolutionsstrategien, wo jedes Individuum gegen jedes andere nicht gegen jedes andere kämpft, das ist ja das Missverständnis des Sozialdarwinismus, sondern gegen jedes andere im Wettbewerb um Ressourcen antritt, sondern wo es dann um Rekombination geht. Deshalb noch ein paar Vorbemerkungen hier. Wenn man diese Metapher weiterträgt, dann kann man sagen, wir, die wir denken, wir sind Herr im eigenen Haus, wir sind Individuen, wir sind nichts anderes als sozusagen die fleischgewordene Experiment, wie gut die Gene, die in uns stecken, tatsächlich angepasst sind an unsere hiesige Umgebung. Wie gut kommt ein Individuum zurecht, das diese Gene trägt? Das heißt also, wenn man es auf die Spitze treibt, dass der tägliche Kampf eines Individuums ums Überleben, ich meine, wir hier in diesem schönen warmen Hörsaal haben keinen täglichen Kampf ums Überleben mehr, aber die weit überwiegende Mehrheit aller Individuen, egal ob Mensch oder Tier, haben natürlich einen täglichen Kampf ums Überleben. Im Grunde ist das die Evaluierung einer Zielfunktion. Und auf Basis dieser Zielfunktion, mit zufälliger Auswahl, mit einem großen Anteil von Zufall, entscheidet sich, wer überlebt und wer nicht, mit einer Wahrscheinlichkeit, die monoton wachsen ist in diesem Wert, in dieser Fitness der Gene, die sich in dem Fitness des Individuums ausdrückt. So. Gut, natürlich ist es so, dass ein Individuum nicht nur von sein, was hier steht im letzten Spiegelstrich, ist es natürlich so, dass ein Individuum natürlich nicht nur geprägt ist durch seine Gene, sondern auch ansonsten durch die Umwelt, sodass wir natürlich viel mehr mögliche Ausprägungen haben von biologischen Menschen, als wir mögliche Ausprägungen von Genen haben. So, und damit sind wir schon mit diesem ganzen biologischen Kram durch. Also ich bitte Sie wirklich, das, was ich jetzt gesagt habe,
als Metapher zu verstehen. Ja, ich möchte auf keinen Fall hier in den Ruch kommen, irgendwelches biologistisches Gedankengut zu verbreiten. Das wäre nicht meine Absicht, das ist auch nicht das, woran ich glaube. So, dann können wir zu den genetischen Algorithmen übergehen. Heute nicht mehr allzu viel dazu zu sagen. Vielleicht kann man irgendwo noch irgendwas. Nee, 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 das wird alles kompliziert. Also bleiben wir lieber. Na, wo sind wir jetzt? Bleiben wir lieber hier. Auch hier gehen wir in Runden. Wir haben eine übergeordnete While-Schleife und in jeder Iteration ändert sich die Population. Aber sie ändert sich anders als bisher. Wir nehmen zwei, anstatt dass wir ein Individuum auswählen, das wir duplizieren, wenn es besonders gut ist, wählen wir zwei Individuen aus. Und jetzt kommt zum Tragen, was ich eben gesagt habe, Erbanlagen lassen sich verstehen als ein String. Die Erbanlagen lassen sich verstehen als ein String über einem einfachen Alphabet, über einem Alphabet mit vier Buchstaben. Diese Idee kann man weiterführen, denn Strings zu manipulieren, aus zwei Strings herzunehmen und zwei neue Strings draus zu machen, ist natürlich etwas viel, viel einfacheres und übersichtlicheres, als jetzt versuchen, zwei zulässige Lösungen irgendwie miteinander zu verwurschteln, in der Hoffnung, dass da wieder zwei zulässige, ein, zwei, drei zulässige Lösungen wieder rauskommen. Das ist die Idee, die dazu führt, dass man sowas überhaupt handeln kann, dass man jede zulässige Lösung einfach ausdrückt als einen solchen String. Und zwei zulässige Lösungen herzunehmen und zu rekombinieren, heißt, diese beiden Strings zu rekombinieren, die dann zu ein, zwei, drei, vier neuen zulässigen Lösungen, rekombinierten Lösungen finden, muss natürlich organisiert sein, dass das, was da rauskommt, auch wieder zulässige Lösungen sind, sonst ist das Ganze ja witzlos. Das werden wir uns im Detail dann beim nächsten Mal anschauen. Für heute darf ich Sie entlassen und wünsche Ihnen noch schönen Tag und eine schöne Restwoche, trotz aktuellem Wetter und trotz Wetterbericht. Vielen Dank.